Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables, Rapunzels Gesang, beziehungsweise im Bonuskapitel von Rapunzels Gesang. Und wir sind beim Däumelinchen-Märchen und wir haben hier noch... To be honest, this is the first time I've traveled outside my kingdom. I wished to understand the world beyond our country. As heir to the throne, there is much for me to learn. Okay, dann schauen wir uns mal um. Genau, hier war was. Oh Gott, es ist schon wieder so eine Woche her oder was, dass ich gespielt habe hier. Und ich komme sowieso im Moment zu nix zum Spielen. Und ja, was haben wir denn hier? Feueremblem. Will die was in ihren Händen vielleicht zufällig tragen? Oder komm, ich hole mir mal einen Tipp. Am Anfang brauche ich immer einen Tipp, damit ich erstmal wieder so langsam reinkomme ins Spiel. In die Gegend, in alles, was hier war. Da soll, kann das Feueremblem rein. Aber das andere haben wir ja noch gar nicht. Okay, ich habe hier echt gar keine Ahnung mehr, was hier war. Tipp kann ich leider jetzt nicht mehr verwenden. Hier ging es runter. Muss mir jetzt alles nochmal angucken. Aber was anderes bleibt mir nicht übrig. Sorry. Die Natur und harmonische Eintracht unter dem Schutze der Göttin Flora. War hier was? Kann man hier noch was einsammeln? Nö. Ganze Menge Fliegenpilze. Da war das Nest. War hier noch? Das hatte ich ihr schon gegeben. Vielleicht ist an der Stelle ein Mechanismus, der es öffnet. Der königliche Kopfschmuck, den haben wir auch nicht. Brecheisen. Wollte ich nicht irgendwas mit einem Brecheisen machen? A wicked witch has sworn revenge on Flora. She sets traps everywhere, hoping to catch her. We must be careful. In der Kleintruhe könnte etwas Nützliches sein. Ich sollte mich nach dem Schlüssel umsehen. Ich habe keinen Schlüssel. Hier fehlt die Figur. Der Göttin, die kann dahin. Ah, oh. Eine magische Brücke. Das wird ein Balanceakt. Ach echt? Da haben wir den Kessel. Da könnten wir den Salbei vielleicht schon mal reintun. Ich könnte einen Trank in diese Flasche füllen. Der ist noch nicht fertig. Glimmende Scheite. Kanne Tee. Kanne Tee? Nee. Kanne Tee? Nee. So, der Tee sollte ich mir aufbewahren. Ach, hier haben wir noch ein Tröpfchenrätsel. Ja, da war ja was. Ach, ist das wieder süß hier. Nehmen wir mal den orangenen Ball. Oh, der ist da aber ordentlich reingeplättert jetzt. Nein, das plättert hier auch manchmal voll daneben. Bam. Und plopp. Und plopp. Das Plopp-Rätsel. Sehr schön. Ist der Orangene jetzt langsam mal dicht? Immer noch nicht. Ach, das ist der Quatsch hier, was ich mache. So. Ja, der ist jetzt endlich mal voll. Der Grüne gleich auch. Sehr schön. Herrlich. Habe ich alle? Ich habe schon alle. Sehr gut. Ja, und jetzt kann ich mir hier... Petersilie kann ich mir holen. Und einen Erdkristall. Ach so, da fehlt mir der Schlüssel. Sagen die anderen auch was? Such news, the wind carries! The Flora Goddess is weak. She cannot hold to her form. The natural balance is in danger! The last two princesses have gone. Floralia has fallen. The goddess is vulnerable. Es scheint, die Göttin steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. A wicked witch has sworn revenge on Flora. She sets traps everywhere, ja, hoping to catch her. We must be careful. Flieg weg. Jetzt sind sie alle weg, die kleinen Rackerfeen. Ja, ne? Schön. So, in den Kessel packe ich jetzt noch mal ein bisschen Petersilie. Das wird total schön. Elixier ist noch nicht fertig. Sollte mir das Rezept noch einmal ansehen. Ja, das Rezept, das Rezept. Wo war denn das Rezept denn noch gleich? Finde ich das hier unter meinem Parabelkram? Zauberer von Oz. Können wir das schon uns anhören hier? Beim Linchen. Zauberer von Oz. 2 von 4, 3 von 4. Okay, noch nicht. Aber hier war doch noch mehr immer.
versteckt. Habe ich hier noch andere Optionsmöglichkeiten? Nein, okay. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo das Rezept lag. Lag das hier? Hier? Nee. Egal. Ich muss jetzt hier erstmal irgendwie einen Schalter irgendwo reinlegen. Und die glimmenden Scheite, Moment, ich kann ja erstmal das Feuer, könnte ich ja nochmal im Fachen versuchen, oder? Kann man? Ah, man kann. Brenne. So. Aber noch irgendwie, ja, es fehlt wohl noch was. Mit dem Brecheisen umrühren ist ja auch irgendwie ein bisschen widerlich, ne? Nee, das machen wir mal besser nicht. Habe ich nur so aus Jux und Tollerei ausprobiert. So, hier können wir noch mal was lesen. Da war ein Karottenkästchen. Wo soll's denn mal hingehen? Bin ja da ein bisschen orientierungslos, wie es scheint. Ach, da ist irgendwas hinter meinem Bild. Ja, das kann ich natürlich nicht erkennen. Was denn? Wollt ihr denn hier? Hm? Ich probiere mal hier aus. Die Sachen. Nee, meinen die das? So, hier der Schalter. Was soll ich denn hier machen? Wenn man es richtig macht, können Feenkreise ein Zugang zu einer magischen Welt sein. Ja. Mhm. Und jetzt? Bin ich verwirrt. Ist hier irgendwas hinter? Da ist ein... Ist da eine Hand, die sich da bildet hinter mir? Ach, ich kann was einsammeln. Schwanenbrosche. Okay. Wo gehört die denn jetzt mal hin? Die Brosche ist aber nicht ihr Kopfschmuck, oder? Nee. Was denn dann? Was denn dann? Ach ja, stimmt. Hier konnte man zu ihm. Dann gehört das da rein. Ist furchtbar mit mir, mit meiner Orientierungslosigkeit. Jetzt haben wir den Schlüssel, jetzt gehe ich wieder zurück zu diesem Kästchen. Es sollte ja wohl gehen. Ja, super. Klasse. Enterhaken. Darauf haben wir alle nur gewartet. A wicked witch has sworn revenge. Yeah. Okay. Krone, die könnte doch der Kopfschmuck, Kopfschmuck sein. Dafür kriegen wir hier so ein bisschen Thymian. Genau, und den haben wir da auch noch rein. Petersilie, Thymian, ordentlicher Trunk. So, jetzt haben wir das auch alles hier. Ordentlich gut gekocht. Die Puppenjacke sieht aus wie von Kai. Belebendes Elixier. Wofür machen wir das jetzt nochmal alles? Oh, das ist schlimm. Ich sollte mal in mein eigenes Let's Play reingucken, immer bevor ich hier weiterspiele. Ich weiß schon wieder nichts mehr. Nee. Da fehlt ein Emblem. Wir sollen runter. Mhm. Können wir hier jemanden beleben? Nein. Sollen wir die Königin? Oder geben wir ihm den Reich hier? Bitte schön. Those beasts must be the creation of some evil power. But there's no need to worry. That eagle is my mother's familiar. She's always been a little overprotective. Okay. Können wir hier noch was machen? Vielleicht das Dormelinchen einfach mal? Wäre doch mal eine Idee. Damit die nicht mehr schläft. The winged creature took her to that cliff. We must follow after them. We'll need to find a hook. Hab ich schon. Da. Wind sagt, er braucht einen Haken, so etwas müsste doch zu finden sein. Jetzt geht's aber ab die Post hier. How did we manage to lose sight of a winged monkey? Weiß auch nicht. Wait, there's something in the bushes. Ein kleines Tier? Man weiß es nicht. Laut diesem Buch lassen sich die Krähen durch einen plötzlichen Lichtstrahl vertreiben. Okay. Na dann. Gerda, thank goodness I found you. There's no time to explain. This girl, Thumbelina, she fell victim to the same curse I did and her memory is all but lost.
We must break this curse and fast. You are the golden child. Only you can help her. Mhm. So, Aufgabe Axel. Ah, Makai, was für ein Schicksal. Wir müssen ihm seine ursprüngliche Gestalt wiedergeben. Und da haben wir auch schon das Eis-Emblem. Perhaps the way to break the spell your friend mentioned is beyond this door. Okay. Dann wollen wir mal loslegen hier. Usch. Tür auf. Finden wir denn hier jetzt eigentlich noch irgendwas anderes Wichtiges? Oder hat sich's damit dann hier erledigt? Oh Gott, jetzt bin ich hier weggegangen. Das war ein Fehler. Ich finde nie wieder zurück. Das war ein Fehler. Oder doch nicht? Muss hoch. So. Oh, da ist er wieder. There must be a passageway on the other side of the water. We should follow that monkey. Are you truly the golden child? Ja, klar. Then it was you who saved me all those years ago. I am Snow White's son. I owe my life to you. It is my honor to provide you with any aid you require. Ja. Um in Floras Segen aufzunehmen, bringe alle Symbole der Naturelemente zum Schrein. Okay. Das ist der Schrein. Wie hole ich all die Algen da heraus? Mit meinem geilen Enterhaken? Nein. Was ist hier? Dieser Pfad ist uns versperrt. Über die Felsen zu klettern könnte übel ausgehen. Okay. Es muss möglich sein, den Durchgang erneut zu öffnen. Okay. There must be a device that will open the passageway. Do you wish to explore the area? So, zwei Kristalle fehlen. Then I will protect you. I will be by your side to protect you. Do you wish to explore the area? Ich dachte, er wiederholt sich jetzt nur wieder, aber nein. Er erzählt mir einen zum Schreien. Bitteschön. Fast geschafft. Wieso ist doch alles tutti jetzt und nicht? So geht das nicht. Fast geschafft. Ja, was denn? Die sind doch alle jetzt da. Wieso hat die, warum haben die denn so rote, böse Augen? Weiß es nicht. Über der Tür ist eine dicke Schicht Eis. Dort kommen wir nicht hindurch. Dann nicht. Also ich soll die da... Ach so, dieser Noppen, der Schalter fehlt hier. Ach so. Passt. Rasch. Rasch, bevor sich der Zugang wieder schließt. Okay, dann... Tschüss. I can feel the strong presence of an evil aura here. This must be the core of the curses. Mhm. Mein Plan ist aufgegangen. Die Göttin verliert ihre Kraft nun, da das Königreich... Was lese ich ja nicht? Nun, da das Königsgeschlecht von Floralia nicht mehr ist. Durch meinen Fluch ist sie auf die Größe eines winzigen Kindes geschrumpft. Nun wird sie derselben Natur zum Opfer fallen, die sie so sorgsam behütet hat. Rache ist süß. Okay. Dann sammle ich das hier noch ein. In diese Aussparung gehören Erde, Licht und Wasser. Packen wir doch den geschrumpften Kai rein. So, das habe ich schon gemacht. Die Ranken müssen mit Magier hierher gezaubert worden sein. Mit Magier. Genau. I can feel the strong presence of an evil aura. Was ist jetzt hier? In jeder Aussparung fehlt etwas, das einem der Alchemie-Substanten spricht. 3 von 4. Tülü. Okay. Die magische Barriere strahlt pure Bosheit aus und ich kann nichts gegen sie ausrichten. Sie ist bestimmt die Quelle all der sonderbaren Geschehnisse. Maybe. Vielleicht. Wieso? Was soll ich jetzt hier noch, was soll ich denn hier noch machen? Passt das da rein? Nö. Kann ich noch was nehmen? Da komme ich nicht ran. Doch Kai besteht darauf, mir zu helfen. Brecheisen. Hier, kriegst du ein Brecheisen. I can feel the strong presence of an evil aura. Mit dem geschrumpften Kai. Hier, geschrumpften Kai. Don't worry about me. I'll only get in the way. I know you'll figure out a way to break the curse. I trust you. Okay. Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Eine Pinzette, okay. Don't worry about me. I'll only get in the way. Ja, dann bleib doch da unten. Komm doch alleine klar. Dieser Pfad ist uns versperrt, aber nicht mit dem Brecheisen, oder? Pinzette. Was mache ich denn jetzt mit der Pinzette? Mit der Pinzette soll ich da das Zeug wegnehmen? Das ist ja auch... Die Gitter bekomme ich nur mit einem Werkzeug. Hier, Werkzeug. Bams. Genau.
Und ich muss mich nach einer Art Schmetterlingsschlüssel umsehen. Okay. Erstmal gehen wir nochmal wieder durch den Strudel. Bildnis Rapunzel, Salzsymbol. Das kann doch da hin, ne? Jawohl. Bildnis Rapunzel, wo gehört die denn wohl hin? Doch, hier. Bei der Tür ist eine dicke Schicht Eis, dort kommen wir nicht hindurch. Aber irgendwas ist hier noch. Kanne Tee? Zum Schmelzen, oder soll das Bildnis dahin? Kann ich hier irgendwas einsammeln? Ich sehe es wieder nicht. Ja, ich kann was einsammeln, sehe es nicht. Bolzenschneider. Ja, dann wollen wir mal, wa? Können wir hier irgendwas damit durchschneiden? Ja, mit Magie geht natürlich nicht. Können wir damit was anderes? Habe ich noch was vergessen, was wir damit zerschnibbeln können? Ich glaube nicht, dass wir wieder so weit zurück sollen. Bin ich wieder hier. Ach, da war noch was. Neue Parabel. Ja, das Däumelinchen, das hören wir uns mal an. The power of a goddess is never absolute, for it rises and falls in accordance to the faith she has bestowed. Such a decline befell Flora, the nature goddess, forcing her to revert to a child's form. Weakened, Flora came across a wicked witch, whose curse shrunk the goddess to fit in her wizened palm. The witch named her Thumbelina, intent on keeping her captive. Flora managed to escape, but in her vulnerable state, many more perils faced her. Powerless and lost, she was forced into marriage to a mole, but was saved by a kind swallow in the nick of time. Ja, in dem Film Däumeline fand ich das auch, also der Film von Don Bluth, da war das auch immer so furchtbar, dass Däumeline da den hässlichen blinden Maulwurf heiraten sollte, also, ne? Das war echt... Flora was taken to a floral fairyland, where the fairy prince released her from the curse and allowed her to recuperate within his lands. Soon, Flora and the prince fell in love. The prince proposed, but Flora could only refuse, knowing her duty lay elsewhere. Though broken-hearted, the prince gave his blessing and welcomed her to visit his lands whenever the need arose. Okay. Schön. Bolzenschneider. Dieser Pfad ist uns verschwendet. Damit wohl auch nicht damit, oder? Was können wir denn mal machen? Was ist denn hier noch schon wieder? Ich sehe schon wieder nichts. Vielleicht kann ich es schmelzen. Na, dann Tee. Ich hab's doch gewusst. Ach, ja. Oh, ein Wimmelbild. Jetzt geht's aber wieder los hier. Aber wir haben ja noch gar nicht gewimmelt. 18 Minuten, wir haben noch nicht einmal gewimmelt. Das wird ja auch für Zeit mal wieder hier. Ich muss ja meine Wimmelsucht befriedigen. Ja. Was suche ich denn eigentlich? So ein Kerzenständer-Ding? So ein Smaragd-Armband-Teil? Bestimmt hinter mir wieder voll Kanne. Irgendwas eingefroren, weil ich musste aber rumklicken, sonst weiß ich immer nicht, ob da noch was liegt, was ich nur nicht sehe. Das hier oben, nee, das hier oben suche ich gar nicht. Was suche ich denn noch? So ein Deckel? Hut? Mit Metallhut-Ding? So, das sollte es auch sein. Das war der Hut, Knut. Was suche ich denn noch? So ein Tischchen mit krummen Beinen. Ein Blatt? Welches? Das nicht? Ich brauche mal einen Tipp. Da war das Armband. Das hätte ich so nicht gefunden, glaube ich. Aber ich finde hier gerade sowieso irgendwie nichts. Was ist denn los? Bin ich nicht mal wimmelfrisch? Blätter. Das können, oh, das ist aber klein. Vielleicht ist dieses Tischchen auch viel, viel kleiner wieder. Als ich denke.
Oder es ist wieder dahinter. Ist immer so doof, wenn man weiß, wo es ist. Im Nachhinein. Warum man es nicht gesehen hat. Ist es hier irgendwie dran? Oder da? Ich finde das einfach nicht. Und ich kann auch keinen Tipp mehr benutzen. Scheiße. Ach, shit. Ach ja. Hohoho. Ich weiß nicht, wo es ist und ich kriege keinen Tipp mehr, oder? Und da oben. Welcher Seppel guckt denn da oben in die Ecke hin? Voll gemein. Quecksilber-Symbol. Alles klar. Das kann ja jetzt sich einreihen zu den anderen. Wo sind denn die anderen? Da. Bitteschön. Der nächste Kelch. Und was machen wir jetzt mit dem Bolzenschneider? Das weiß ich immer noch nicht. Der Pfad ist versperrt. Also ich glaube, hier können wir dann soweit gerade nichts mehr machen. Was ist mit dir? Don't worry about me. I'll only get... Mach mir doch auch gar keine Alchemie-Talisman. Vielleicht dafür? Vielleicht hier im Schrank noch? Nee. Was ist hier noch? Nee, ach so, da kommt man einfach nur. Das ist allgemein dahin. Okay. Hier. Da. Hier ist. Vielleicht ganz weg nochmal? Vielleicht müssen wir nochmal ganz weg. Ah, guck mal, da kann das doch mal endlich rein. Haben wir doch schon ewig gesucht. Und was ist hier zu lesen? Um den Fluch zu brechen, sind drei wichtige Substanzen der Alchemie nötig. Schwefel, Salz und Quecksilber. Weißt du Bescheid? Wichtige Substanzen sind Salz, Schwefel und Quecksilber. Ja, so weiß ich. Das wissen wir doch. Jetzt gehen wir nochmal zurück und bringen das da rein. Dahin. Zack. Tüdü. Und ein Rätsel, ein Spiel. Lenke die Strahlen mit Hilfe des Spiegels auf das passende Emblem. Oh nein. Nein, nicht schon wieder. Und ich habe es doch das letzte Mal schon nicht verstanden. Und die nette Erklärung habe ich auch schon wieder verdrängt. Aber es muss einfach wahrscheinlich wieder einfach alles bestrahlen, was geht. Sozusagen. Guck mal, der Düngel, da ist schon, sieht auch klasse aus. Rot fehlt noch natürlich. Und der müsste dann auch nochmal umgelenkt werden hier, ne? So, bäbäm. Zack, ist gelb drinne. Geil. So, jetzt blau. Blau, blau, blau. Blau ist auch toll. Wo geht blau denn jetzt lang? Da geht nicht. Ach, meine Spiegel sind wieder verbraucht. Kann der ja weg. Eigentlich gar keiner. Also nee, das ist blöd mit dem hier, ne? Irgendwie, vielleicht können wir den nochmal irgendwie anders umlenken. Aber nach unten ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Und ich glaube, wir müssen den einfach nochmal ändern. Genau, jetzt geht der nämlich da rum. Und blau ist drinne. Gelb ist jetzt aber nicht mehr drinne. Und rot müssen wir auch noch machen. Rot lenken wir mal um. Rot wird jetzt mal umgelenkt. Ach, die Spiegel wieder. Gut. Müssen die auch wieder so toll oben rangehen und unten lang gehen, oder? Oder nicht? Oder reicht es diesmal auch so? Weil im Moment geht ja keiner. Also die beiden gehen nach unten. Fehlt eigentlich nur, dass der rote nach unten geht. Ich muss es mal ausprobieren, ob ich das schaffe. Muss der hier eigentlich weg? Rot muss auch nach unten gestrahlt werden. Das ist so blöd hier, echt. Also,
toll finde ich das Rätsel nicht. Also ich freue mich immer auf Rätsel, aber das hier ist echt... Ich weiß nicht, ob das so... Ja, es ist natürlich Gedankenlogik, aber irgendwie ist es auch nervige Gedankenlogik. Und dann wird er da hingeworfen und dann nochmal zurück bremsen. Und dann geht er aber nur da rein. Nee, dann nehme ich den weg. Das ist blöd. Das ist blöd. Da geht jetzt rot lang. Dann geht der da lang. Geht der da lang. Und hier könnte der dann nochmal nach oben gebracht werden. Kommt aber natürlich nicht unten an. Was schade ist. Ich weiß halt nicht, ob die Strahlen diesmal auch wieder nach oben und unten landen müssen. Man könnte es natürlich jetzt erstmal ausprobieren, dass sie überhaupt alle drei reingehen und dann gucken, ob es geht oder nicht. Dann muss man sie nochmal alle umlenken. Also mache ich mal erstmal die einfache Version. Weil mir das gerade zu schwer sonst wird. So, blau ist schon mal wieder drinne. Ja, das ist doof. Ist echt doof. Habe ich mir gerade blau versaut? Nee. Ah, ja, Roti, rot. Vielleicht muss der auch da... Ja, so würde natürlich auch gehen. So geht Rot natürlich auch schön daran, aber ob das so richtig ist? Nee, das ist doof. Der springt viel zu viel jetzt hier rum, der Rote. Das ist eigentlich voll unnötig. Vielleicht kann man ja mal mit dem Balken mit Rot arbeiten. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Kann der hier mal loslegen? Mit Rot. Geht der Strahl da durch? Dann geht er da. Weiß nicht. Finde ich alles irgendwie doof. Gefällt mir auch nicht. Da finde ich die Lösung auch gut. Mit Gelb habe ich mich noch gar nicht gekümmert. Auch nicht schön. Gelb. Nee, ich denke, das ist schon ganz gut. Mit Rot, der geht da lang. Pfeffert dann da ran. So schlecht ist das gar nicht. Der müsste nochmal aus dem Weg gebracht werden oder auch nicht. Ich sehe das manchmal auch immer nicht, weil der Blaue nervt jetzt gerade rum. Der endet jetzt hier, der Strahl. Das ist ja auch blöd. Das heißt, er müsste wirklich eigentlich umgelenkt werden. So wird er nicht gut umgelenkt. Der macht jetzt hier auch einen Wirbelzwirbel. Der blaue. Ist auch toll. Ja, also rot finde ich sehr, sehr schwierig. Ich sehe schon wieder, dass ich hier ewig hängen werde. Deswegen mache ich sowieso gleich einen Cut. Und mache es dann für die nächste Aufnahme fertig, sozusagen. Das Let's Play nicht aus diesem Kram hier besteht. Können wir gelb vielleicht nochmal ins Ziel bringen? Gelb ist drin. Blau ist drin. Rot fehlt noch. Das doofe Rot.
Rot vielleicht mal nach unten lenken, aber es geht irgendwie nicht so gut. Ach, guck mal, doch hier. Hier lenken wir Rot gerade ganz gut um. Einfach mal wegnehmen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich denke, für Gelb gibt es auch bestimmt noch einen geschickteren Weg. Als so. Ja, also das läuft noch nicht so super rund. Ihr seht ja, wie viel Arbeit es macht, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part von Dark Parables, Rapunzel Gesang, im Bonuskapitel von Däumelinchen und Co. Und dann schauen wir mal, wie wir das mit dem Spiegelrätsel hier hinbekommen. Ich gebe mir Mühe, das zu schaffen, aber es ist nicht so super einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!